gewesen. Da hinten Pronto-Schwanz drin. Ja, da einfach abbiegen. Oh, André, ja, auch schon da. Überfluss. Ja, auch schnell. Ja. Scheiß Bäume. Scheiß Steine. Scheiß Sumpf. Scheiß Sunny. Scheiß Sabotage. Scheiß Tiere. Wir machen eigentlich alles im Weg. Scheiß Memmen. Ich bin dafür, das Rennen einfach auf einer geraden Strecke, Topf eben und ohne Hindernisse. Also ich. Und vorher alle Steine und Bäume wegzumachen und alle Tiere zu killen. Das nächste Mal. Oh ja, wartet's nur ab. Oh, hi Laura. Hallo. Wartet's nur ab. Tobi hat da auch noch was richtig Böses vorbereitet, so wie ich das mitgekriegt habe. Was? Ich ne, nie. Und er hat jetzt auch noch ein bisschen Zeit, es noch mehr zu verfeinern. Seinen diabolischen Beitrag. Also ich weiß nicht, wie lange ich noch brauche. Es könnte noch ein bisschen schon dauern. Über die Hälfte. Ich bin da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich an dem Abschnitt, wo keine Fackeln sind. Das ist gut. Also da ist wahrscheinlich ein Rex oder so lang und hat die alle weggeknabbert. Guck mal nochmal, was die. Guck mal nochmal der Cookie zu. Oh. Dunkel? Ja, hoch den Berg, Cookie. Ja. Ja. Hoch. Da haben wir die April. Hoch. Da. Du hast mir der erste hochgeschickt, damit ich wieder runterrenne, oder? Ja. Fallschaden. Hier ist ein Rexy. Der knabbert mir jetzt alle, ja. Doch gut, brauchst du nicht aufheben. Ja. Ach. Das stimmt. Schön, ich habe die ganze Zeit April's Po im Gesicht. Ah, ich muss sagen, Cookie, du kannst besser Dino fahren als Tobi bei der ersten Runde. Warum? Das musst du dir mal dann im Stream angucken. Also wenn es einen Baum, einen Stein, einen Kiesel, einen Grashalm gab, er hat ihn mitgenommen. Ja, man sieht doch vorher schon, dass da ein Stein kommt, dann kann man doch springen. Ja, komm mal. Außer er ploppt wenige Zentimeter vor dir auf. Also ich sag's gleich, wenn das Thylakoleo hier tot umfällt, bin ich unschuldig, ne? Ach, es hat noch halbes Leben. Du musst springen. Ja, ich häng wieder in irgendwas drin. Ja. Was ich nicht sehe. Das war ein Stein. Ich habe zum Thema unsichtbare Steine. Ja, das ist alles noch nicht geladen. Bei mir ist hier eine nackte Fläche. Echt? Okay. Ja, also jetzt gerade sind die Bäume so aufgeploppt. Ich kann sagen, könntest ja, wenn der Stream wirklich live wäre, könntest du quasi über den Stream steuern. So wieder da. Oh, Kiste. Hab ich die? Ja. Krebs, ne? Wo ist die Kiste? Ich hab die noch nicht. Ich will die auch. Da oben. Ich bin gerade jetzt in den Fackeln. Wo ist die? Hier oben. Hier oben ist immer eine gute Aussage. Vor allem, wenn ich nichts sehe. Ja, ich komme hier nicht hoch. Ach da. Ich gehe jetzt rückwärts und gehe nochmal hoch. Hier kommt man nicht hoch. Hier ist so eine unsichtbare Kante. Die Katze läuft um die Kiste. Ich wollte gerade sagen, das sieht sehr interessant aus, Cookie. Wir laufen mal im Kreis um eine Explorer Notes. Wer sie jetzt erst öffnet, hat verloren. Ich finde, das war eine wunderschöne Pirouette. Ja. Ja. Beim nächsten Mal bitte nur auf den Hinterbein. Ja. Männchen machen und so, ne? Mhm. Kannst auch auf dem Vorderbein, wenn das lieber ist. Anstand. Mhm. Das sieht so schön aus. Versuch so ein Stückchen mal da links, Kumi. Links, nicht rechts!
Ich bin abgestiegen. Und ich renne einen anderen Weg, weil die Katze ist gleich tot. Ich bin gleich tot. Mega. Silvacoleo. Jammer 5. Sehe ich damit was? Ja. Obi. Hä? Was ist los? Er muss nur schon wieder deine arme Tastatur zu Tode. Ne, meine Maus. Hätte vielleicht vorher mal Gamma anmachen sollen. Hey, ich habe meine Katze wieder. Sehr gut. Wie kann man noch andere Töne spielen? Bitte was? Wie kann man noch andere Töne spielen? Mhm. Weiter links, weiter rechts, Kobi. Hier bin links. Ich doch lang gekommen. Ja. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ich auch. Ich bin Linkshänder. Wenn ich rechts sage, musst du links denken bei mir. Ja, ich bin doch hier lang geflogen. Hier weiß ich, wo ich hin muss. Lass mal kurz, Tobi. Oh, die Steine sind aufgeploppt. Komisch, an der gleichen Stelle hat Tobi-Fan auch übelst rumgeleckt. Jetzt fliegst du. Wie kannst du da noch andere Töne spielen? Hast du 1 bis 5? Ach, hier bist du. Ach, die spielen mit der Kriegstrommel. Aha. Das ist ein Kriegssound. Links, Kugel. Oder so. Ist auch. Kann man da ein Lied drauf spielen? Wenn du die musikalisch begabt bist. Hier. An der Seite, wo die Fackeln sind. Alle meine Entchen mit 5 Tönen. Geh doch da hoch. Ja, bin da. Na dann. So, los, Licht. Oh, da wacht mir hier im Bett auf und diese Ruhestörung. Ich kann das gar nicht. Ja, voll schlimm und so. Was für Ruhestörung. Guck mal, wie hell die Fackel ist. Wieso steht denn die Katze im Haus? Was? Das war aber ja klar, dass ich da wieder eine eingeschenkt bekomme. Polly und Melly, die sind da oben. Ich habe aber keine nette Frau, Kugel, das muss ich gleich mal sagen. Was? Naja, jetzt packst du nur einen Bogen aus. So geht's mir. Seh das mal. Na, ich bin als Letzter angekommen. Ich sei froh. Ich hätte Peitsche und Knüppel ausgepackt bei dir. Er hat mich ja nicht abgeholt, der Arsch. Sitz. Okay. Ach, Kugel. Das hat doch Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das war ja klar. Oh. Haben sich wieder ganz dolle lieb hier. Ich habe den Bogen gespannt und gewartet, dass er die Tür aufmacht. Mhm. Siehst, so geht's mir. Heul doch. Dabei bin ich immer so lieb. Oh, immer die Sachen holen, ne? Ich wollte dich abholen. Aber du warst weg. Nix gefunden von dir. Sagt der 3 Sekunden vorher losgerannt ist. irgendeine Katze läuft da auf dem Laufband. Hä? Na dann, lass sie laufen. Hier ist Laura noch gefolgt. Okay. Ja, könnte sein. Nö, schon mit. Bitte? Du warst nicht lieb. Sag lieb bitte, bitte. Bitte, bitte. Sag auch lieb bitte. Bitte, bitte lass mich aber April. Willst du nicht mitkommen? Nee, danke. Ich entsorge dann noch gleich noch die Kätzchen hier. Oh. So, das sind ja alles die Gecheateten, oder? Steht keiner von dir mit dabei, April? Ja, meine sind da drüben. Tyson war auch ein Gecheateter, ja. Tyson ist auch ein Gecheateter. Wo müssen wir denn hin? Nach Hause? Ja, ich muss mich kurz orientieren, wo wir sind. Da hat's dann doch länger gebraucht, als ich dachte. Ich fand's cool. Freut mich. Ich find's immer cool. Ich habe überlegt, ob wir bei den Steinspitzen da von Steinspitze zu Steinspitze noch gehen und da oben eine Kiste steht mit irgendwas, was man mitbringen soll.
Ein Aber Dodo, den man da Hand halten muss bis nach Hause. Was? Ein Dodo, den man da Hand halten muss bis nach Hause. Der wäre bei mir tot gewesen. Ja, das glaube ich dir sogar. Oh. Die Laura, die hat gerade mir gedroht. Was? Warum? Die hat mir den. Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Weil nicht rum, ich habe Tobi abgeknallt. Stimmt doch gar nicht. Ich bin's ja schon gewöhnt. Droh dir mit einer Fackel. Guck mal, sie leuchtet. Ich bin abgeknallt. Immer das Gleiche hier. Ja, das war ja das Problem. Du hast jetzt nichts gemacht. Jetzt schlafen sich wieder alle durch meine Betten. Ach komm. Weißt, sonst schlafen wir doch mal in Cookies Spielwiese. Alles selber machen? Das Bett ist reserviert. Richtig. Ja. Mir doch egal, wenn ihr es nicht benutzt, dann... Bobby ist doch schon nackig. Richtig. Ja, ich auch. Ich habe ihn ganz schnell ausgezogen. Ja, und gleich gehen sie wieder zusammen ins Schafgehege. Schon klar, ihr beiden. Du bist doch bloß neidisch, weil ich mitmachen darf. Oh ja. Ich bin extremst neidisch. Du bist nur neidisch, dass Tobi mich nicht teilen will. Richtig. Nein. Das ist kein Problem. Ich hol mal schnell mein Schwert, dann teilen wir dich so. Brüderlich. Den Loot von dem Alpha-Raptor, den darf ich nehmen, den blauen Bogen, oder? Ja, klar. Natürlich. Okay, gut. Wir müssen uns nur noch überlegen, ob wir sie quer oder längs teilen. Das ist super. Hat keiner mehr was von. Dann machen wir lieber oben, unten teilen. Ja, oder einmal in der Mitte. Muss halt einer. Kriegt jetzt einer. Einer in der Mitte, einmal in der Mitte teilen, jeder kriegt Nadel und Faden. Erster Platz oder so? Ich meinte jetzt nicht so, dass das zwischen den Titten teilt, sondern dass du einmal. Zum Glück ist schon nach 10. Ja, ich wollte gerade nachgucken. Ja, es ist nach 10. Also, dass du Bobbes und das Fötzchen teilst. Mhm. Ich finde, ich habe das jetzt so jugendfrei ausgedrückt, wie es nur ging. Ja, das müssen wir noch üben. Wie war das mit den Bienen und Blumen? Genau. Das war jugendfrei. Ja, aber Bienchen und Blümchen, das ist ja kein Popo. Wo willst du das wissen? Vielleicht machen Bienchen ja auch Popo-Sex. Jetzt hast du es gesagt. Was denn? Jugendfreier wäre gewesen Popo-Liebe. Ich glaube, ab 10 Uhr muss man nicht mehr so jugendfrei sein. Hier liegt einer vor meiner Tür. Ich glaube, das ist der tote Tobi. Ja, das kann sein. Ja, so geht's mir. Ey, du sitzt nackt mit mir auf dem Vogel. Was willst du eigentlich? Hä? Du bist angezogen. Was hab ich davon? Ich glaube, die Worte nackt mit und Vogel kommen schon ganz gut hin, aber nicht in der Kombination. Jetzt sind wir beide nackt. Lass uns auf der Spielwiese, Lina, gehen. Heiliger Faxenlurch, bring mich hier weg! Jetzt muss nur noch Marco nackt auf den Tapijara kommen. Dann habe ich den Tobi vorne und den Marco hinten. Na gut. Flottendreier kann ich ja nicht mehr sagen. Ich wollte gerade sagen, wo bist du? Ich komme sofort vorbei. Ich bin jetzt beim Leuchtturm gleich. Am Leuchtturm? Warte mal, dann muss ich mich rumdrehen. Sitzt verkehrt rum. Wo bist du denn? Ich habe ein Mastercraft-Tyrakolio-Sattel gerade gefunden. Jeho! Dilly! Du hast deinen neuen Sattel. So. Ich glaube, mit Chili's Tempo würdet ihr nie klarkommen. Der hat was an. Ja, der hat was an. Was ist denn das? Ich hab doch nichts an. Natürlich. Nein? Du hast eine Flakrüstung an. Nein, die habe ich ausgezogen. Du hast eine Flakrüstung an. Dilly. Jetzt ist er nackig. Sag mal, habt ihr euch geklopft? Meine Tür hat irgendwie Schaden. Nee, mir doch nicht. Jetzt geht's ab in Schafsgehege, oder wie?
Nee, meine Stufen haben Schaden. Nee, jetzt spielen wir Gardine. Und dann geht's ab. Ach man, wenn wir Gardine spielen, dann lieg ich ja unten. Scheiße, du hast die Arschkarte gezogen. Tobi will kein Gardine spielen. Na? Geh an den Leuchtturm. Nicht. Geh an den Leuchtturm, da ist mehr Platz. Warum schmeißt du mich runter? Was kann ich sagen? Über die Wand. Geh an den Leuchtturm, da ist mehr Platz. Hat dir runtergefallen? Nein, jetzt hat's geklappt. Jetzt hängst du ja auch dran. Aber ich muss sagen, mir wird schlecht dabei. Ein bisschen, oder? Und wir haben zu zweit auf dem Tabichara eine Wasserleitung abgerissen. Was haben wir gemacht? Mit dem Tabichara eine Wasserleitung abgerissen, das war auch nicht viel besser. Ja, gut. Mich da rein? Ja. Oder nee, ich glaub nicht. Na, schmeiß mich doch runter. Ja, wieder. Oh, jetzt lieg ich mal oben. Ich mag nicht unten liegen. Einer fehlt wieder. Ja, ich bin abgestiegen. Ach nee, Schafgehebe. Ich wollte gerade sagen, auf dem Bärenteppich kann jeder. Auf einem lebenden Schaf. Ich hab doch auch ein Schaf neben meinem Bettchen. Ja, aber nur noch eins. Das zweite ist weg. Ja, Leute. Es ist aus irgendeinem Grund verhungert oder sowas. Hast du eigentlich... Oder vielleicht hat er sich auch die Augen ausgerissen und ist, als sie Dobi gesehen hat. Ja, ganz ehrlich, wenn die Schafe aber so massakriert wie mich, dann ist es kein Wunder, dass die verrecken. Aber es gibt noch einen viel schöneren Platz. In deinem Taibichara-Puff. Ist schön kuschelig. Was ist er denn? Nimm die Brille ab, nicht, dass sie wieder kaputt geht. Ja, ich habe Jaras hier. Nee. Okay. Langsam könnte es hier mal wieder helle werden. Hatten wir schon die Zeiten geändert, oder? Ja, so minimal. Ich habe die Nacht ein bisschen minimal länger gemacht. Es wird doch schon heller. Was hast du denn? Au. Es ist Nebel. Was denn? So, mitten aus der Nacht. Bombtag. Und noch Gamma an. Nee, Gamma ist auch. Ich hatte auch noch Gamma an. Und selbst wenn, ich habe hier nur Gamma 2,8 drin gehabt. Dass es ein bisschen heller ist, damit man auf dem Video auch was sieht. An sich hätte man auch ohne Gamma gehen können. Na, an sich wäre es gegangen. Problem ist halt nur, bei den Aufnahmen wird es irgendwie nochmal verdunkelt durch YouTube. Warum auch immer. Das war bei ein paar Probeaufnahmen gesehen, da hat man gar nichts erkannt, wenn man da die Höhlen auch sowas gemacht hat. Ich bin dann aber erstmal wieder weg. Juhu. Mach dich, schlaf gut. User disconnected from your channel. Na gut, haben wir doch die 2 Stunden auch rumgekriegt. Braucht ich mal gar kein Alternativprogramm überlegen. Ja, siehst du, ich hätte es gar nicht gedacht. Und dadurch, dass wir 2 Runden und ich quasi 3 Runden gemacht haben. Stimmt, wir hatten ja einmal die Zeigung am Tag quasi, damit man mal sieht, wo es lang geht, und zweimal so um die Runde gelaufen. Ja, am Tag, und dann ist es Nacht geworden, weil ich die Fackel nicht mehr gesehen habe. Ey, das habt ihr nur mir zu verdanken, dass es so lange ging, ne? Ja. Wir wären ja schon eine Stunde vorher fertig gewesen, wenn Tobi sie nicht dreimal verlaufen hätte und jeden Grashalm erwischt hätte. Ach, das war doch ganz lustig. Ja, auf jeden Fall. Aber bei der 2. Runde ist schon einiges besser gelaufen. Ja. Na, da kann man. Na, ich bin ja bestimmt 4, 5, naja, 10-mal bestimmt lang gelaufen. Das hat man auch gemerkt bei der 1. Runde. Also, man merkt echt, wenn man ein bisschen Übung hat, gibt es so viele Stellen, wo man mal einen kleinen Millimeter abkürzen kann. Ja, oder wo man weiß, wo man abschwingen muss, damit man die am schnellsten dort an den Punkt gelangt. Eben. Oder man weiß, dass hinter diesem Gebüsch kommt ein Felsen, ich springe mal schon so drüber.
Mhm. Deswegen oh, da gleich kommt eine Abbiegung. Ich muss jetzt schon langsamer laufen, damit ich die Kurve kriege. Ach komm, mitmachen kannst du ja. Muss halt nicht langsam machen, damit es spannend wird. Hier ist schon wieder irgendwas beschädigt. Kannst du ja als Blockierer mitspielen. Nee, ich glaube mir, ich brauche keinen Blockierer. Ja. Oder wir kriegen alle Longnecks mit Shockdarts und dann können wir mit Abschießen spielen. Oh, da bin ich dafür. Genau. Ihr macht das Rennen und ich renne mit der Longneck rum. Ja, super. Da liegen Cookie und ich gleich am Boden und die anderen gewinnen. Der Gegenvorschlag. Wir nehmen die Longneck und du machst das Rennen. Wir treiben dich dadurch. Das ist auch gut, aber das ist langweilig. Freut mich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Du, also hast du großes Lob an dich, hast du echt schick gemacht. Dankeschön. Nächstes Mal mit Lanzen, bitte. Ich will nie wieder auf einer Katze sitzen. Nächstes Mal kommt ein anderes Tier. Ich wollte gerade sagen, wartet mal ab, was Tobias sich ausgesucht hat. Ich weiß es ja schon. Na, ich auch. Oder? Vielleicht. Der hatte das doch heute gesagt, oder? Nee, gestern. Oder vorgestern hat er es mal gesagt. Alter. Angeduldet. Angeduldet. Wenn nackt durch Desert. Ich hab gesagt, beschießt euch mit den Duftfallen, mit dem Gelee von dem Dingens und rennt durch den Sumpf. Ja, das mit 300% Movement Speed kein Problem. Ja, na dann siehst du, machen wir. Nee, ich finde Rennen reicht jetzt erst. War so bitte. Das ist die Frage, wie schnell rennt ein Alpha Raptor? Kann man denn auf den? Ach nee, kann man nicht. Jein, kann man teilweise schon mit dem richtigen Befehl. Also. Sieh doch mal was an, ist doch ekelhaft. Entschuldigung. Marco steht auf der Treppe und dreht sich im Kreis. Was? Ganz ehrlich, wenn ich mir meinen Körper und deinen angucke, kann ich langnackt rumrennen. Also ganz ehrlich, diese Stufenbrust, die du da drin hast. Ja, guck mal deinen Kessel an, ey. Das ist ein Sixpack, ein richtiger Bierbauch. Ja, und dann guck mal noch deine Frisur dazu an. Also, da bin ich ja die Schönheit in Person. Wie war das Sixpack im Speckmantel? Ja, also ich weiß gar nicht, was du hast. Meine schönen roten Dreadlocks. Naja. Du mit deinem komischen Iro da, oder was das ist. Das ist ein Vollbart. Ich meinte eigentlich die Haarfrisur. Aber ich glaube, mit dem Wadentraining kann ich aufhören. Ja, unter Umständen schon. Das ist ein Schultertraining. Jetzt willst du trotzdem wissen, wie fandet ihr das kleine Häuschen, das Baumhaus? Ach, das ist schick geworden. Ich weiß nicht, das habe ich mir nicht angeguckt. Wenn man bedenkt, wie abartig nervig das ist, auf diesen Baumplattformen zu bauen. So was musst du mir vorher sagen, dass ich das anschauen soll? Na komm wieder her, guck's dir an, lauf dich einfach durch die Betten. Nein! Überleg dir gut, ob du Tobi in dein Bett einlädst. Richtig. Ich hab nur noch eins, ich hab einfach... Na umso schlimmer! Wenn du nur noch eins hast, das verbaut du dir bis sonst wohin. Ich hab zwei Hängematten und einen so ein Hängematte hört sich gut an. April, wann geht's los? Was? Oh Gott. Die hängen ineinander, die Dinger. Ja, noch besser. Hebt's mehr. Ja, alles klar. Oh, komm nicht so nah ran, das ist ja ekelhaft. Ja, ich musste mir das Elend mal vom Nahen anschauen hier. Aber ich will es nicht von Nahen sehen. Mensch, jetzt zieh dir was an, Junge! Ich hab ja ewig lang geflucht, weil die immer umgesnappt sind, die Teile. Aber ich finde, so ein Baumhaus nah am Baum, wo man den Baumstamm innen drin sieht, finde ich sehr. So. Unsere Tierchen haben schon wieder nichts mehr zu futtern. Wo ist denn unser Wächter? Ja.
Wächter, wo bist du? Da bist du. Okay, ich geh schlafen. Mach das. Ah, ist er jetzt. Marco. Da sieht man ihn laufen. Ach, du guckst dir das jetzt nochmal an. Ich bin aus Arc gegangen, ja. Nee, der Stream läuft weiter. Ja, der läuft auch noch. Ich habe noch nicht abmoderiert. Was sagst du, dass ich mich benehmen muss? Das machst du weder, wenn der Stream läuft, noch wenn er nicht läuft. Wo ist da der Unterschied bei dir? Finde den Fehler. Ja, aber gut. Abmoderieren war ein guter Stichwort. Das ist nochmal ein mega Standbild. Sehr schön, das ist gut zum Ende. Kommt voll geil. Ich sehe gerade, also, wie du Fisch in den Trog packst. Ja, gleich ist Schluss. Also würde ich mal sagen, danke dir an all die noch da, die mitgemacht haben. Ich hoffe, es war eine lustige Runde. Auch für die Zuschauer. Und mal gucken, was wir nächste Woche für einen Blödsinn treiben. Vielleicht ja den diabolischen Sabotas. Mal gucken. Also dann. Gute Nacht. Nach dir.